Nach einer wunderbaren Zeit auf Fuerteventura zieht es uns nun nach Gran Canaria. Es ist nach Teneriffa und Fuerteventura die drittgrößte Insel der Kanaren. Las Palmas, die Hauptstadt der Kanaren, ist heute unser Ziel. Die 80 Seemeilen bewältigen wir mit einem Nachtturn in 16 Stunden. Immer wieder haben wir auf unserer Turnvorbereitung von den Acceleration Zones gelesen und gehört. Windbeschleunigung. Der Wetterbericht ist für heute Nacht gut. Also los. Als wir das südliche Kap Fuerteventuras hinter uns lassen, sind wir froh, nur wenig Segelfläche gesetzt zu haben. Denn der Wind nimmt so schnell zu, dass wir hätten kaum reagieren können. Das haben wir nicht erwartet. Hohe Wellen und bis zu 37 Knoten Wind rütteln uns mächtig durch. An Schlaf ist die ganze Nacht nicht zu denken. Las Palmas. Umso mehr genießen wir nun das Gefühl des Ankommens. Wir sind auf Gran Canaria. Die Marina Las Palmas ist aus verschiedenen Gründen etwas ganz Besonderes. So startet hier jedes Jahr Ende November die berühmte ARC-Rallye über den Atlantik. Mittlerweile sind es fast 300 Yachten, die bei dieser Veranstaltung den Atlantik überqueren. Zum anderen ist es aber auch die mit Abstand günstigste Marina auf den Kanaren. So bezahlen wir hier für unsere 13,57 Meter ganze 9,50 Euro pro Tag. Das ist unschlagbar. Eine weitere Besonderheit hier in Las Palmas ist das Wetter. Bedingt durch die Lage im Nordostpassat liegt der Nordteil der Insel Gran Canarias oft unter den Passatwolken, die sich an den hohen Bergen stauen. Sonnenanbeter finden daher viel bessere Bedingungen im Süden der Insel. Zum Beispiel in Mogan. Aber dazu später mehr. Las Palmas de Gran Canaria ist mit 380.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt der Kanarischen Inseln. Und gleichzeitig Hauptstadt der östlichen Provinz Las Palmas. Der Flughafen liegt nur 18 Kilometer von der Stadt entfernt. Wir nehmen einen Linienbus dorthin, um unseren reservierten Leihwagen zu übernehmen. Unsere erste Erkundungstour bringt uns in die Gegend des Parque Rural del Nubo. Von hier aus haben wir einen atemberaubenden Blick über die Insel. In 1 Kilometer das Ziel befindet sich rechts. Gran Canaria hat in den verschiedenen Vegetationszonen eine abwechslungsreiche, teils üppige Flora. Diese ist aber besonders in den Sommermonaten von großen Waldbränden bedroht. Es hat hier wohl gebrannt. Überall wird auf die Gefahr hingewiesen. Trotz aller Vorsicht kommt es aber immer wieder zu verheerenden Buschfeuern, die ganze Landstriche verwüsten. Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass wir bei unserem zweiten Besuch auf Gran Canaria Zeuge einer solchen Katastrophe werden sollen. Einen Berg hoch. Ich meine, sonst heißt das Montana de Arucas.
Ein ebenfalls lohnendes Ausflugsziel ist die Stadt Arucas im Westen Las Palmas mit ihrer Kirche San Juan Batista. Die Hauptattraktion der Stadt wurde zwischen 1909 und 1917 im neugotischen Stil aus Aruca-Basalt, einer langsam erkalteten Lava, erbaut. Unser Plan, die Inseln jeweils von einem Basishafen aus zu erkunden, erweist sich als prima Lösung. In den nächsten Tagen besuchen wir die zahlreichen Marinas im Süden. Diese liegen wetterbegünstigt an der Leeseite. Fahren wir morgens von Las Palmas bei starker Bewölkung los, reißt die Wolkendecke spätestens nach 5 Kilometer Fahrstrecke auf und wir haben herrlichstes Sommerwetter. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die bekannten Touristenhochburgen alle im Süden befinden. Puerto de Mogán gefällt uns spontan sehr gut und bekommt als möglicher Anlaufhafen für später eine Notiz ins Logbuch. Die drei Marinas weiter östlich können uns nicht wirklich für einen möglichen Zwischenstopp begeistern. Wirken sie doch auf uns viel zu touristisch. Bei aller Begeisterung für die wundervollen Inseln müssen wir aber leider immer wieder die üblen Schattenseiten durch Vermüllung der Gegend registrieren. Bei vielen Zeitgenossen fehlt einfach der Respekt vor der Natur. Von Puerto de la Nieves aus erreichen wir die unvergleichliche Westküste Gran Canarias. Morgens um 10:30. Wir haben gerade die Wäsche aufgehängt und es beginnt zu regnen. Aber es war, glaube ich, nur, es ist immer nur ein kurzes Tröpfchen. Ein Hauch von einem Schauer. Ölstand ist super. Filter ist auch gut. Alles trocken. Und für morgen, Freitag, 13 bis 16 Knoten. Wir müssen erst ein Stück Motoren und dann kriegen wir den Wind mal mit 90 Grad oder 60 Grad nach Teneriffa. Santa Cruz de Teneriffa, gucken wir auch mal. 16, 17 Uhr werden wir vielleicht da sein. Da sind das da um die 10 Knoten. Das ist natürlich für uns
Super. Mal sehen, ob es so kommt. 7 Uhr in der Früh. Das Wetter sieht gut aus. Wir haben tatsächlich auch ein kleines bisschen Nordostwind. So sieht es zumindest aus. Und wir wollen mal schauen, was das heute gibt. Adieu, Las Palmas. Es sind ungefähr 55 Seemeilen bis nach Santa Cruz de Tenerife. Die ersten 2 Stunden müssen wir unter Maschine gegen den Wind um die Nordspitze Gran Canarias motoren. Erst danach können wir Richtung Teneriffa die Segel setzen. Da wollen wir hin. Hoffentlich verziehen sich die Wolken noch. Der Wetterbericht sprach ja von ungefähr 15 bis 16 Knoten Nordostwind. Da wir ja wissen, was die Windbeschleunigungszonen so an Überraschungen bereithalten können, haben wir uns auf deutlich mehr Wind eingestellt. Und richtig, bis zu 28 Knoten haben wir zwischen den Inseln gemessen. Das ist bei Tage und bei Sonnenschein aber eher ein sportliches Segeln. Teneriffa voraus. Das schon weithin sichtbare weiße Dach der Veranstaltungshalle vor der Hafeneinfahrt Santa Cruz ist eine perfekte Landmarke bei der Ansteuerung der Hauptstadt. So erreichen wir Santa Cruz de Tenerife nach etwa 11 Stunden gegen 16 Uhr. Über UKW war die Marina nicht zu erreichen. Wir wurden aber von einem aufmerksamen, freundlichen Marinero auf einen guten Liegeplatz eingewiesen.
Glück mit dem Liegeplatz haben wir deshalb, weil erstens in der Marina wenig los ist und zweitens die großen Fähren möglichst weit von uns entfernt sind. Der Fährterminal wird nämlich sehr oft angefahren und die Liegeplätze nördlich von uns sind ziemlich laut. Er brachte uns die Reise von Portimão nach La Graciosa und Lanzarote. Über Fuerteventura erreichten wir Gran Canaria. Teneriffa ist zweifelsohne eine unglaublich abwechslungsreiche Insel, die einen längeren Aufenthalt verlangt. Besonders die üppige Vegetation begeistert uns aufs Neue. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei euch herzlich bedanken, dass ihr uns begleitet. Es gibt auch weiterhin viele Geschichten zu erzählen und wir freuen uns über einen Daumen hoch oder abonniert unseren Kanal. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.